Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei Mad Smartphone Tycoon. Wer wollte nicht schon immer sein eigenes Smartphone herstellen und eine Firma dazu leiten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sich, ich glaube, es sind chinesische Produzenten bzw. Entwickler, die Gedanken gemacht, dass am 13. September ein Spiel rauskommt, was sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und wir sehen hier schon, es gibt ein Upgrade-Kaufen-Fenster, wo man Forschungspunkte, die rechts oben drin sind, denke ich mal, das sind, investieren kann, um seine Startmöglichkeiten zu verbessern. Wir werden einfach ein Spiel starten und gucken, was die Demo kann, die mir aber, sag ich mal, per E-Mail geschickt wurde, obwohl man die schon frei laden kann. Also wer sich für das Spiel interessiert, kann einfach diese Demo runterladen und wir gucken uns das mal an. So, Archiv, wo können wir unsere Handys herstellen? Afrika oder Asien, Europa ist gesperrt, Nordamerika, Südamerika, Ozeanien. Mitarbeitergehälter, Geschwindigkeit der Entwicklung, Marktvolumen. Aber was für Handys holst du denn in Afrika? Also wir werden uns einfach für den asiatischen Markt interessieren. Wähle einen Standort, um dein Unternehmen zu gründen. Bist du sicher, Asien als Standort für dein Unternehmen zu wählen? Bestätigt. Kleinstadt, Großstadt. Wählen. Da sehen wir übrigens, dass manche Übersetzungen noch nicht richtig drin sind. Imperial Phones. Unternehmenslogo wird komischerweise mein Avatar aus Steam und die Anleitung für Anfänger aktiviert lassen. Oh mein Gott. Ich kenne diesen Ton. Dieses. Klicke WASD und mit der rechten Maustaste gedrückt, um den Blickwinkel zu verändern bzw. zu ziehen. Mittlere Maustaste halten zum Drehen. Kippen kann man anscheinend nicht. In der rechten unteren Ecke werden die aktuelle Uhrzeit, die Anzahl der Fans des Unternehmens, das Kapital des Unternehmens und die Anzahl der Forschungspunkte angezeigt. Forschungspunkte können zum Kauf von Upgrades im Hauptmenü verwendet werden, zum Beispiel um größere Büros freizuschalten oder mehr Startkapital zu erhalten. In der oberen linken Ecke werden die aktuellen Entwicklungsziele des Unternehmens angezeigt. Erfülle die Ziele, um Belohnung zu erhalten. So, erstmal Forschung und Entwicklung. Witzigerweise haben wir schon ein paar, Angestellte. Wir sehen, dass wir weitere Büroabschnitte einfach kaufen können auf dieser Karte. Und das sind übrigens die Angestellten wie diese Low Poly, die man im Unity Store findet. Das ist immer so bitter, finde ich. Büromiete, Gehälter, was hat er gesagt? Entwicklung beginnen. Hardware forschen, Handyentwickler. Also ich denke mal auf jeden Fall, dass er die Ecke hier meinte. Bei Entwicklung des Handys können Konfiguration, die Form, die Farbe und das Material des Handys nach Belieben angepasst werden. Das Handy kann durch das Ziehen mit der Maus gedreht werden. Die Hardware, die du jetzt auswählen kannst, ist noch die einfachste und billigste Hardware. Klicke auf die Drucktaste Hardware forschen in der unteren Ecke, um weitere Hardware freizuschalten. Mein Gott, mein Logo der Firma ist wirklich einfach mein Steam-Logo. Das hätte man vielleicht dann doch was anderes nehmen können. Das sieht aus, wenn hier irgendwie oberhalb des Smartphones Deckenlichter wären. Man kann es auch den Bildschirm einschalten, das automatisch drehen lassen oder die Position zurücksetzen. Hier sind wieder die Leistungssachen. Das sieht so ein bisschen aus wie aus einem typischen Asia-RPG, was anzeigt, in welche Richtung mein Charakter stark ist. So, die Kosten sind eine surreale, nicht existente Währung, was ja nicht schlimm ist. Ladegeschwindigkeit, Basisband, Entsperr mit Passwort, Kopfhöreranschluss nicht unterstützt, Tastatur nicht unterstützt, wasserdicht nicht unterstützt. Normales Glas, Frontkamera, ja, alles was Normales. Das ist das Imp 1, das Handytyp ist ein Seniorenhandy, Kamerahandy, Medienhandy, Flaggschiff-Handy. Dementsprechend werden unterschiedliche Sachen angestrebt. Je höher die geschätzte Punktzahl über der Zielpunktzahl liegt, desto höher ist die Qualität des Handys und desto mehr wird es verkauft. Achso, also wer das Seniorenhandy, sag ich mal, gerade mal so auf der Hälfte des Niveaus, was wir uns vorstellen. Preis des Handys 330, Slogan, schließe eine Freundschaft, wunderschön und anspruchsvoll, 5 Minuten aufladen, 2 Stunden sprechen,
größer als größer, perfektes Gefühl, ganz weit voraus. Während des Entwicklungsprozesses arbeiten die Mitarbeiter hart daran, diese drei Werte zu verbessern. Je höher diese Werte, desto höher die Qualität des Handys. Bei der Entwicklung eines Handys kannst du die Luftblase auf dem Bildschirm einmal anklicken, um die Werte zu erhöhen. Wenn man eine Luftblase kommt, meinst du? Nee, das ist übrigens falsch übersetzt. Die meinen, die Werte werden erhöht, wenn die Mitarbeiter eine Eingebung haben. Aber man kann ja auch grundlegende Verkäufe durch Topfpflanze erhöht. Freiwillige Überstunden. Für 60 Tage Effizienzsteigerung. Kaufen wir. Da können wir die unterschiedlichen Firmen sehen. Die Tendenz ihrer Verkäufe. Appell. Anteile kaufen. Oh, die Menüs sind schrecklich. Das ist alles wirklich ein bisschen schwach zusammengeschustert am Ende des Tages. Aber toll, dass du einen kompletten Sitz einfach direkt setzen kannst. Aber ich kann doch gar keine neuen Mitarbeiter einstellen. Diese Arbeit. Ich muss ihn mal kurz verschieben. Die macht mich schon ein bisschen kirre. Aber zwischendurch können die einen Forschungspunkt generieren, den ich im Hauptmenü für Upgrades verwenden kann. Der Imp 1 ist abgeschlossen. Wir können die Produktionseinführung veranstalten, damit mehr Menschen auf das Produkt aufmerksam werden. Oder wir lassen es einfach von den Medien bewerten. Nein, wir machen eine Pressekonferenz, die schweineteuer ist. Das ist das Imp One, das beste Handy, was jemals auf dem Markt existieren wird. Und die Leute klatschen. Der Slogan passt zum Handy schlecht, die Qualität des Handys ist schlecht. Da hat das Unternehmen 294 Follower gewonnen. Die Bewertungen der Presse sind da, schauen wir uns diese an. Konfiguration passt nicht zum Handy. Imp 1 hat keine der Konfigurationen, die Seniorenhandys haben sollten. Als ein Handy, das extrem niedrigwertig positioniert ist, liegt die unerwartete durchschnittliche Punktzahl für die Qualität bei 30. Wir haben nur 17 erreicht. So, hier kannst du neue Hardware freischalten. Wie zum Beispiel neue Lautsprecher. Ach, da wird sogar hingeschrieben, für welche Handy das wäre. Ob Flaggschiff oder irgendwas anderes. So, Werbung. Machen wir einfach eine Kampagne für 1 Million oder so. Dekoration, kannst du den Boden ändern? Mein Gott, was habe ich denn hier angemacht? Es scheint auch so, als wenn diese Hardware-Forschung separat ist. WhiteBerry hat ein neues Handy herausgebracht.
Das sind weitere Büros freischalten für richtig viel Geld. Spezialität robuste Handys. Kamera-Handy. Senioren-Handy. Erhalte eine Versetzungskarte. Abbrechen. Lager wäre wahrscheinlich noch irgendwie eine Teileproduktion. Imp 1 ist ausverkauft. Senioren-Handy-Kenntnisstand erhöht. G-Passwort nicht unterstützt, unterstützt. Bildschirm aber keine entwickelt, normales Glas, Frontkamera Kamera bleibt ja. Kein Slogan. Aber wenn ich das sehe, die Zielpunktzahl ist so hoch. Achso, dann kannst du die Ränder hier noch anpassen. Das Mikrologo. Fünf Minuten aufladen, zwei Stunden sprechen. Na, kommen wir wenigstens in die Nähe von dem Robusten. Mit den Punkten. Aber leider nicht bei dem ersten. Achso, dann kann ich den umändern von Software, also beziehungsweise ich kann denen eine andere Aufgabe geben. Aber ich weiß gar nicht, wie soll ich mich denn verbessern hier, also meine Mitarbeiter, okay, die kriegen mehr Fertigkeiten, wenn die mehr Handys produzieren. Gehen wir einfach direkt frei. Aber ich glaube, die grundlegende Sache ist wirklich, die einfach jetzt durchzuzimmern. Und wenn die genug Handys entwickeln, dann... dann werden die besser. Boss, ich habe eine tolle Idee für das Projekt Imperial Spawn 3. Ja, ich unterstütze dich.
Du kriegst Kohle und dafür kriegen wir ganz viele Technologiepunkte. Dadurch werden wir jetzt ein super Handy produzieren. Di Kaffee. Die Mitarbeiter werden 50% effizienter. Ach so, das ist ein außergewöhnlicher Schreibtisch. Da, neuer Mitarbeiter, Junior-Mitarbeiter. So, dafür machen wir sogar mal wirklich Werbung. Konfiguration passt nicht zum Handy-Typ. Geil, jetzt würde ich darüber wieder einen Mitarbeiter bekommen. Den ich eh nirgendwo einsetzen kann, weil dafür fehlt das nächste Büro. So, den entlassen wir und lassen jemand Neues einstellen, der einfach besser ist. Hier ist das beliebteste Aussehen des Handys. Wenn Sie Ähnlichkeiten unserer Handys in Form und Material mit diesem Handy 4 Sterne erreichen, können wir zufällige Belohnungen erhalten. Ach, man soll theoretisch das Handy dem anderen Handy angleichen, weil dann bekommst du eine Belohnung. Dann sehen wir schon, der hat keine Rundungen. Also China Copy and Paste ist das. Es gibt sogar Texturen. Also der mittlere Rahmen wird einfach weiß. Die Buttons selbst sind ja schwarz, Lautstärkeleiste wird auch einfach schwarz. Die Rückseite ist komischerweise pink oder rosa. Ah, das ist ja... Das ist ja ganz schlimmes, wie soll man sagen? Ja, Copy und Paste Handy dann. Also, ne, das ist ja das Schlimmste, was man, sag ich mal, machen kann. So richtig China-Abzocke. Guck mal, wir haben Handygebäude, sieht genauso aus wie ein gutes. Fähigkeiten haben sich verbessert von Gary. Gary! Okay, hier sind die Marktanteile irgendwie nicht drin.
unser Kenntnisstand in unterschiedlichen Bereichen, alles eins, was wir haben, Hardware-Ingenieure. Gehen wir direkt frei. Guck, wird alles besser. Also ein Seniorenhandy hat Imperial Phones 4 SD-Karten, aber es fehlen noch einige der Konfigurationen. Also ein Handy, das der niederwertigen Positionierung ist, liegt die zu erwartende durchschnittliche Punktzahl für die Qualität bei 35. Also der Text ist einfach total nutzlos. Der kostet 2,5 Millionen, der neue Prozessor. Das können wir uns nicht leisten. Upsala, das wird teuer. Das Beste in der Praska ist, wenn diese Handy numerische Tasten hätte, würde es besser positionieren als Senioren-Handy. Ah, wir kriegen also kleine Tipps, womit wir das Handy verbessern könnten in einem bestimmten Bereich des Marktes. So, Geld kriegen wir zurück, wenn wir die Forschung abbrechen. Ich weiß, Leute, das ist nicht der Burner, den ich erwartet habe. Dafür ist es wirklich sehr rudimentär in allen Bereichen. Und der Shop ist halt wirklich sowas wie ein einfach Belohnungssystem. Also du schließt irgendwas ab und kriegst halt, sag ich mal, eine Belohnung dazu. Und die nächsten Büromieten sind ja auch ein Witz irgendwie. Ich weiß nicht, warum der jetzt so einen Strahl hat. Ach so, das ist ein Bonus, den die sich irgendwie einander geben. So wie das halt 10% mehr Effizienz bringt. Nee, das brauche ich nicht. Di. Es ist so ein sinnloses Spiel. Was will ich denn tun? Lass den Slogan einfach weg. Oh mein Gott, es gibt wirklich numerische Tasten. So, die Zielpunktzahl erreichen wir. Können sogar noch Superlautsprecher einbauen. Was auch immer das bedeutet.
So, noch ein Software-Ingenieur. Die Leute effizienter machen. OBS wollte sich gerade irgendwie beenden. Kann sich das alles wohl nicht mehr hier ansehen. Herzlich willkommen, das Unternehmen ist bis zum Jahr 2010 tätig. Die monatliche Büromiete ist auf 35.000 gestiegen. Ja, dankeschön. Total geil. Gratulation, Ihr Unternehmen hat sich auf dem Markt bewährt. Dafür machen wir erstmal mehr Büromiete. Effizienz 500%, das erscheint mir etwas hoch. Also nicht, dass ich so einen Arbeiter nicht gerne hätte, aber... wirkt auf mich schon sehr hoch. Das Spiel kopiert so viele unterschiedliche Spiele. Und wird dadurch nicht unbedingt besser. Also es ist halt sehr rudimentär, sehr einfach. Man merkt schon, ich gehe schon ins Ende über. Weil wir werden jetzt anfangen, das Handy des Jahres, oh mein Gott, das Handy mit der besten Leistung, BytBerry, Ulike, wir haben leider keine Preise in diesem Jahr gewonnen. Also es will halt so wie Game Dev Tycoon oder sowas in die Richtung sein, aber es gibt jedes andere Spiel, sage ich euch, was es in dem Bereich gibt, auch wenn ihr keine Handys produziert, ist besser als das hier. Du kannst nur 3 Handys gleichzeitig entwickelt haben. Ja, das ist natürlich auch toll. Weil wenn das hier die Forschung ist, dass du einfach alles reingeschmissen bekommst und du musst nur ein bisschen Geld ausgeben, nach ein paar Tagen ist einfach verfügbar, ist ja auch totaler Unsinn. Also ist überhaupt nicht in keinster Form von Anfang bis Ende durchdacht. Ne, es ist halt einfach nur dahin geklatscht. Klar, es funktioniert. Aber was hast du davon? Nix. Guck, wir haben Gewinn gemacht mit so einem Handy. Dann fehlen hier Markierungen, die uns sagen, okay, es gibt was Neues in dem Bereich. Da kommen wir gar nicht hin, weil wir nicht genug Punktzahl erzeugen werden. Wir können eine bessere Kamera einsetzen, aber die Hardware bleibt ja niedrigwertig. So, dann kriegst du zwischendurch ein neues Handy hier gezeigt, was in der Form sich unterscheidet.
um da wieder, sag ich mal, näher ranzukommen und du denkst so, what the fuck? Die Rückseite ist silber, der mittlere Rahmen scheint schwarz zu sein jetzt. Wodurch das Handy jetzt nicht unbedingt schöner wird. Die numerische Tastatur ist halt gut für Seniorenhandys. Dann entwickelst du einfach das nächste Teil. Und versuchst Mitarbeiter zu bekommen, die besser werden. Wo es aber nur Aktiven gibt und im Laden ab und zu vielleicht mal einer drin ist. Ganz schräges Konstrukt. Und ich sehe gerade, dass sie da oben zum Beispiel sagen, Galaxy S wurde rausgebracht, wo ich denke, an so ein paar Markennamen scheinen die sich auch nicht zu halten, dass man die nicht verwenden kann für sein Spiel. Guten Tag, Boss. Ich bin der Möbelhändler und habe hier ein tolles Möbelstück, Topfpflanze. Nein, ich möchte keine Verbesserung des Produkts haben. Seniorenhandy Startpunktzahl für Forschung und Entwicklung 10. Gehen wir auch direkt frei. Verkauf starten. Man bringt ja immer wieder dasselbe Handy eigentlich raus. Und das ist irgendwie total irritierend. Du kriegst halt ein paar Fans dazu. Kannst den Verkauf stoppen, kannst noch Werbung schalten, wobei Werbung mit 1 Million, glaube ich, einfach viel zu teuer ist, also für so einen Startwert. Ah, das ist unser Marktanteil. So haben wir 12% Anteil an den Seniorenhandys. Und der Gesamtmarkt im Verhältnis ist 10% auf Senioren und 14% auf Medien oder Kamerahandys. Oh, wir hatten keine solide Farbe mehr. Auch irgendwie schräg, diese Kopierfunktion. Seniorenhandy Level 2. Erreiche Anzahl Dekorationen 3. Bitte. Eine längere Akkulaufzeit. Nein. Mitarbeiter upgraden.
Ein Tisch upgraden. Dadurch wird der produktiver. Aber es ist irgendwie, versucht man ja doch, was zu erreichen. Gewinne 55.000 neue Fans. Aber es ist halt das, was alle Spiele, die so sind, an sich haben. Ne? Du willst halt die beste Firma machen, du willst das beste Handy machen, du willst gucken, was gut funktioniert. Trotzdem ist das weit hinter jedem anderen Spiel. Ich will es jetzt nicht die ganze Zeit schlecht machen, weil irgendjemand hat jetzt da gesessen und der mag dieses Spiel und deshalb will er es ja veröffentlichen, denke ich immer. Oh mein Gott! Das Phone ist dem letzten Phone so ähnlich, dass sie nicht verstehen, warum sie es kaufen sollten. Also muss man auch darauf achten, dass man immer nur eine Sache verändert. So, Akkulaufzeit verdoppelt durch den neuen Akku. Aber ich habe ja so viele Handys eigentlich produziert, die alle gleich waren. Also warum regen sie sich denn jetzt darüber auf, dass die sich ähnlich sind? Ist doch Latten. Also ist doch total egal. Machen wir noch eine Pressekonferenz für das neue Phone. Seht her, es ist ein Phone. Da sagt er jetzt auch, die sind sich so ähnlich, dass die nicht wissen, warum sie das kaufen sollten. Aber es stimmt überhaupt nicht. Wir haben die Farbe verändert. Und gleich sind wir eh bankrott. Da ist auch wieder Verlust gewesen.
So, da ballern wir jetzt einfach alles rein, dass wir das Flaggschiff-Handy, was wir uns nicht leisten können. Weil Entwicklungskosten zu hoch. Und wir werden diese Punkte ja auch nicht erreichen. Das Unternehmen ist unterfinanziert. Eine Million für eine neue Mitarbeiterin. Eine Million für einen neuen Tisch. Das sind Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen als Arbeitgeber. Oh, wir sind erfahrener geworden mit Seniorenhandys. Ach, da siehst du dann, dass die Belohnung erhältst. Weil du das Handy perfekt kopierst. Es ist wirklich der China Copy and Paste Smartphone Simulator. Also das, was man vom chinesischen Markt eigentlich dann so aus Klischees heraus kennt oder erwartet. Ich glaube, so um die 70 ist auch die Grenze drin, was man erreichen kann. Mit seinen Phones. So, Kamera-Handy hat sich gut verkauft. Aber wieder das Ding, dass das Seniorenhandy eigentlich schon perfekt ausgearbeitet wurde von uns. Das neue beliebte Aussehen ist erschienen und kann bei Entwicklung eingesehen werden. Aber ich habe gar keine Belohnung bekommen dafür. Ich glaube, das war das Flaggschiff-Handy. Da haben wir nicht viel Kohle bekommen, weil das einfach Kacke war. Das neue Handy, die Form ist... Aber man kann da rechts auf die Punkte achten. Wenn sich das steigert... sind wir auf der richtigen Spur bei der Kopie.
Also die Rundung des mittleren Rahmens. Und das andere ist halt die Farben. Wobei das bei so einer freien Farbpalette echt fies ist. Zu sagen, ja, jetzt mach doch mal. Da muss man darauf nur achten, ob das Glanz ist oder nicht. Denkst du dir auch noch, WTF, ey. Ach, ich dachte, ich gebe einen Call, aber jetzt macht meine Firma auch noch Gewinn. Was soll denn das? Ob sich diese 500.000 Investitionen wirklich lohnen, um das Handy zu verbessern, ich bezweifle es an dieser Stelle. Natürlich haben wir keinen Preis gewonnen, wir machen Senioren-Handys. Oh. Unser Senioren-Handy hat wirklich Erfolg gehabt. Da leisten wir uns direkt mal eine Pressekonferenz für das nächste Phone. Wo wir wieder 71 bekommen. Trotz Verbesserung unserer Qualitätswerte. Und sie sagen, wir brauchen dieses Handy gar nicht, weil das andere Handy sieht sich sehr ähnlich. Aber so ist das leider, wenn man keine weitere Hardware erforschen kann, um irgendwas zu verbessern an seinem Handy. Oder eh kein Geld hat, um irgendwas noch zu erforschen. Neuer RAM, 1 GB offiziell freigegeben. Okay, die Forschungen werden dann weiterentwickelt, beziehungsweise es werden neue mögliche Forschungen freigegeben und die kannst du einkaufen. Da können wir eigentlich sagen, okay, wir kaufen alles ein bei TMC oder was auch immer und die produzieren das und wir packen das einfach in ein Handy und labeln das. Weil wir es ja wenigstens realistisch machen können. Das Imperial Phone 18 muss uns retten. Erhalte ein Darlehen von 1,2 Millionen.
Soll ich sagen, was das Hauptproblem ist eigentlich? Die Mitarbeiter haben nichts zu tun, wenn Forschung gerade abgeschlossen ist, und das ärgert mich. Dann stehen die halt rum. Und zwischenzeitlich haben die einfach irgendwie, ja, okay, zur Wunschliste hinzufügen und 10 Aktualisierungstokens erhalten. Was ist das denn? Handygame? Kein Mensch braucht diese Aktualisierungstokens. Ich verdiene auch so Geld. Komisch, trefft die Farbe dich. Die Lautstärke-Taste scheinen egal zu sein, es hat wirklich was nur mit der Farbe zu tun. Das ist irgendeine Textur. Was will ich noch mit der Textur? Hat auch noch damit zu tun. Die spinnen ja wohl. Ich bin doch hier nicht im Kopierwerk. Ja. Andere verkaufen ihre Handys übrigens für 4.399. Sehe ich da oben. Ich bin Senior Headhunter. Talent mit 35. Aber wir haben schon genug gute. Aber unsere Senioren-Handys werden immer besser verkauft. Das hat schon über 2 Millionen Gewinn gemacht. Menge keine. Qualität 84. Ich glaube, die Kampagne macht einfach nur neue Fans. Naja. Ja, ich möchte speichern und beenden. Er zeigt bestimmt das letzte Handy, was ich entwickelt habe, jetzt im Startmenü. Ja, so in etwa. Das können wir eigentlich durch diese Forschungspunkte, die wir gemacht haben, zwischendurch Werte erhöhen für unseren Start und Verkaufsboni bekommen zum Beispiel.
oder einen Glücksbonus bei den Verkäufen unserer Handys, wo du einfach nur denkst, what the fuck, komische Upgrades. Also ein Spiel, was man nicht empfehlen kann und nicht auch empfehlen sollte, was ich auch nicht an dieser Stelle tue, aber es war bei mir im Mailfach und ich habe überlegt, was kannst du heute machen? Du hast nichts anderes auf dem Sendeplan oder auf deiner Sendeliste. Doch, auf meinem Sendeplan, den ich führe auf Excel. Mach einfach dazwischen. Tja, hätte ich das mal nicht gemacht. Es tut mir leid für die 56 Minuten, die ich euch geklaut habe. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder mit einem Spiel, was es eher wert ist. In dem Sinne, bis dahin, tschöle, euer Imperator. So, Feierabend. Hunde, was sagt er?